Hallo Leute, herzlich willkommen in der Buchgruppe Buchprojekt und ich lebe noch. Es gibt wieder Neuigkeiten und deswegen melde ich mich. Zwei von diesen Neuigkeiten habt ihr sicher schon gelesen in der Buchgruppe auf Facebook. Morgen und übermorgen gibt es zwei Veranstaltungen. Wir sind am 19.11., also morgen, im Campus Radio der FH in St. Pölten zu hören. Da stellen wir unser Buch vor bei Hilde Stakel unter dem Thema starke Frauen. Dieser Radio hat nur eine kleine Ausstrahlungsbreite, ist fast nur in St. Pölten zu hören. Die Frequenz ist 94,4. Es gibt aber einen Online-Stream, den Link dazu findet ihr in der Facebook-Gruppe oder auf www.campusradio.at. Oder auch auf www.undichlebenoch.dk. Dann haben wir übermorgen, den 20.11., die erste Lesung in der Villa in St. Pölten mit Veronika Polly, die Lesung gestaltet, uns interviewt und es wird sicher lustig. Wir freuen uns auf euer Kommen. Wenn ihr euch noch nicht angemeldet habt, dann macht das bitte über die Veranstaltung oder ruft bei der Villa an. Die Telefonnummer findet ihr bei der Veranstaltung oder im Telefonbuch oder auf www.undichlebenoch.dk. Ich habe jetzt auch die Website, weil ich sie schon zweimal erwähnt habe, umgestellt. Es gibt ein Kontaktformular und ein Gästebuch und einen Pressebereich. Wir würden uns freuen, wenn ihr ins Gästebuch schreibt, was ihr so von dem Projekt haltet und wenn ihr eure Bücher bekommen habt, auch so eine kleine Rezension. Das wäre toll. Und das Formular ist dazu da, kann man sich natürlich vorstellen, wenn jemand Bücher bestellen will oder ein Buch bestellen will, einfach die Adresse angeben, den Text, den ihr eingeben wollt, oder die Anzahl der Bücher, euren Namen. Und einfach absenden. Ihr könnt aber auch direkt Kontakt mit uns aufnehmen unter undichlebenoch@gmx.at. Das ist unsere E-Mail-Adresse. Hier könnt ihr auch Bücher bestellen. Beim Kontaktformular und bei der E-Mail-Adresse geht es natürlich auch, dass wenn ihr Veranstaltungsvorschläge oder Werbung oder sonstiges habt, könnt ihr uns das hier auch schicken. Wir würden uns sehr freuen und über Feedback natürlich auch. Dann haben viele Lustdorfer uns gebeten, in Lustdorf auch eine Lesung zu machen. Und die findet auch jetzt statt. Also die ist geplant für den 28.01.2016 im Bildungs- und Kulturzentrum Lustdorf. Um 19.30 Uhr. Also wer kommen will, bitte jetzt schon den Termin im Kalender anstreichen. Ich werde aber dazu noch ein eigenes Video machen. Es wird Werbung geben, es wird eine Veranstaltung auf Facebook geben. Also ihr könnt es nicht übersehen, wenn ihr auf Facebook tätig seid oder in Lust auf euch bewegt. Danke für die Unterstützung vom Kulturverein nochmal und ja, dann möchten wir uns auch noch ganz herzlich beim All on the Table bedanken, die einer unserer Hauptsponsoren sind, und bei meinem Onkel Felix, der uns auch gespendet hat. Natürlich hatten viele Unterstützer und man kann nicht alle hier nennen, aber danke für alles und danke für eure Unterstützung auf Facebook, für die netten Worte und fürs Kommen zu Lesungen und so weiter. Uns freut das total und es bedeutet es sehr viel. Gerade mir bedeutet dieses Buch sehr viel. Marianne macht das auch toll und freut sich auch total. Und ja, das war's dann eigentlich. Nein, am 2. und 3. Dezember sind wir im Schubert, im Foyer, in St. Pölten, in Melk, beim Buchmarkt des Hospiz Melk auch vertreten. Da verkaufen wir auch unser Buch und
sind für Gespräche, Unterschriften und so weiter offen. Und es würde uns sehr freuen, wenn ihr vorbeischaut. Wir werden das noch irgendwie organisieren, dass zumindest einen Tag einer von uns da ist oder beide. Marianne muss auch arbeiten gehen und hat noch ihren Sohn und hat natürlich nicht so viel Zeit, aber sie macht natürlich alles, was sie kann. Danke, Marianne, dafür. Und dann gibt es noch eine Kleinigkeit, über die wir uns auch sehr freuen. Wir sind in der Zeitung gelandet, in der Lust auf Bewegt. Den Artikel findet ihr auf der Facebook-Gruppe oder im Pressebereich der Homepage. Ihr findet überhaupt im Pressebereich der Homepage www.undichlebenoch.tk jetzt einige Artikel und Texte, die man zur Veröffentlichung verwenden darf oder die veröffentlicht wurden. Auch zwei Fotos von uns. Und ja, das war's dann eigentlich, glaube ich. Wir freuen uns auf morgen und übermorgen, auf euer Kommen, auf eure Unterstützung. Wir freuen uns schon am 28.01., auch wenn es ein bisschen früh ist. Aber ich werde da nochmal einen Hinweis online stellen, wenn es dann mal soweit ist. Und ja, wie gesagt, danke für alles und wir sehen uns dann bald und hören uns im Radio. Und schönen Abend noch. Ciao, eure Ines.